Na, dann gib mir mal dein Stück Metall. Das habe ich Ihnen schon gegeben. Oh nein, sagen Sie bloß, Sie haben es... Ah, hier habe ich es. Hab wohl aus Versehen drauf gesessen. Bitteschön. Riecht zwar jetzt etwas nach argentinischem Frühstück, aber ich hoffe, das macht dir nichts aus. Wow, es ist bereits verbogen. Ziemlich perfekt sogar. Dieser Typ scheint einen verdammt durchtrainierten Hintern zu haben. Du Scheiße. Ohne Worte. Bitte, offen. Aber sie haben es versucht. Sie haben sich redlich Mühe gegeben, an den Witz des vorangegangenen Teils anzuschließen, oder? Herrlich. So, was haben wir denn da? Saft. Wir nehmen den Saft. Saft. Sehr schön. Oh. Ja. Was? Ich hab doch Saft. Toll. Was soll ich jetzt dazu sagen? Hier, Saft. Bitte sehr. Ah. Vielen Dank. Das ist genau das Richtige. Genau das Richtige. Das war jetzt... Okay, er hat die Flasche geöffnet. Okay, alles gut. Oh. Jetzt habe ich eine leere Flasche. Ah, wofür denn? Hm. Und jetzt? Hm. Okay. Armando. Getränkewagen. Ob wir jetzt vielleicht irgendwie ihn betrunken machen? Ich nehme alles. Komm, gib mir alles. Oh, wow. Okay. So, was haben wir denn da? Toll. Was soll ich jetzt dazu sagen? Hm. Aha. Hm. Aha. Ob wir alles zusammenkippen? Oh das Gott. Das wird nicht funktionieren. Nein. Okay, ich habe irgendwas reingeschüttet. Hier, nimm noch einen Saft. Du siehst ja so durstig aus. Oh nein. Was? Hm. Oh nein. Sorry. Oh. Getränkewagen? Ob wir das Ding jetzt vielleicht wieder zurückstellen? Hm. Das wird nicht funktionieren. Okay. Armando! Du starker Mann! Guck mal, lecker, lecker, happa, happa! Keine gute Idee. Wie knackst du deine Walnüsse nicht mit dem Hintern? Scheint so, als würde Gorgi, Golgari immer mehr auf knackige Hintern... Was? Immer mehr auf knackige Hintern zustehen? Hey, vielleicht trägt er ja jetzt das rote Höschen. Wie gesagt, nicht wissen. vielleicht geben wir ihm was anderes. Wie wär's denn hiermit? Hallo, Passagier. Willst du noch was trinken? Nein. Einfaches Gespräch? Oh. Noch etwas zu trinken, Sir? Oh ja, bringen Sie mir noch einen Saft. Nicht wahr? Okay. Da, guck mal. Bitte schön. Gleich kotzt. Danke. Der kotzt. Schön auf Ex. Das schmeckt aber anders als der Saft davor. Er brennt fast ein bisschen. Es ist mir sonnenklar. Dieser Mann ist einiges gewohnt. Dieser Rum muss bei jedem Normalsterblichen brennen wie die Hölle. Oh, ja. Das ist eine neue Geschmacksrichtung. Schmeckt sie Ihnen? Ja, sehr gut. Und bringen Sie mir bitte noch eine Flasche davon. Kommt sofort. Ich kann nicht... versprechen, dass ich sowas nochmal habe. Aber das ist bestimmt auch schön scharf. Hier. Und? Ihr Saft, Sir. Danke. Also ganz ehrlich, es sieht furchtbar verboten aus, was er da tut, wenn er die Flasche auf seinem Schoß aufschraubt. Uiuiui. Ui, ui. Oh Gott, schnell aus dem Weg. Oh. La la la. Na, endlich sind die da mal fertig mit dem Rumrubbeln. ja, wir gehen dann mal nach hinten zu den leeren Sitzplätzen. Rechts oder links. Es ist nicht viel los. Mhm.
Ein Passagier. Wir reden über den tollen Flug. Reisen Sie zum ersten Mal? Nein, ich habe leider schon einige Flüge hinter mir. Warum leider? Fliegen ist doch etwas Schönes. Glauben Sie. Doch was sich im Verborgenen bei den unterschiedlichsten Fluggesellschaften abspielt, ist nicht mehr akzeptabel. Es ist fast schon beängstigend. Was meinen Sie damit? Ja, die heimlichen Vergiftungsversuche der Flugbegleiterin im Auftrag der Fluggesellschaft. Oh. Verstehen Sie, dass ich Ihnen so eine fantasievolle Geschichte nicht abkaufe? Doch, es ist wahr. Ich bin Ernährungswissenschaftler und weiß, wann ein Nahrungsutensil, wie wir es nennen, verdorben oder sogar vergiftet ist. Das meistverwendete Gift bei diesen Flugfirmen ist Hexanol. Das ist purer Alkohol, der in reinem Zustand oder bei Zumischung in eine andere flüssige Speise zum Tod führen kann. Natürlich kommt es auf die Mischung an. Oh. Die Firmen geben so viel Hexanol in die Speise, dass es nur zu einer leichten Vergiftung kommt. Das heißt, dass man nach knapp 2 Wochen Krankenhaus wieder gesund ist. Und der Passagier denkt dann, er hätte vor dem Flug etwas Falsches gegessen. Ach, kommen Sie. Was soll es den Firmen bringen, wenn sie ihre Kunden vergiften? Sie müssen leiser sprechen. Knapp 4 Millionen Euro. Vorher schließt jede Fluggesellschaft einen Vertrag mit der Gesundheitsbehörde ab, der da lautet, dass bei jedem während dem Flug erkrankten Passagier eine Summe von 4 Millionen an die betreffende Fluggesellschaft geht. Das klingt obskur, doch es ist die Wirklichkeit. Man spricht vom Vertrag 20. Natürlich machen die Firmen das nicht immer, doch folgen die Anschläge einem ganz bestimmten Muster. Etwa im 4-Monats-Abstand. Ungewöhnlich ist dabei, dass jeder Passagier von einer seltsamen rosa Verfärbung seines Essens berichtete. Doch ehe man selbiges untersuchen konnte, war die Nahrung verschwunden. Vielleicht war das Essen einfach nur verdorben, das kann doch mal passieren. Eben nicht. Eine rosa Verfärbung kommt nur im Zusammenhang mit Hexanol vor. Es gibt kein anderes Mittel, das solch eine Reaktion auslösen könnte. Dabei kommt es darauf an, ob es eine helle oder dunkle rosa Verfärbung ist. Bei der hellen besteht keinerlei Lebensgefahr. Bei der dunklen jedoch kann man seinem Leben Adieu sagen. Adieu. Sehen Sie hinter dem Vorhang, wie die Flugbegleiterin dieses kleine Fläschchen in ihren Schrank stellt? Das ist es. Sie wartet nur auf eventuell kommende Anweisungen und dann... Zack! Zack. Klingt trotzdem etwas merkwürdig. Das, was die Dame dort hinten zubereitet, könnte alles Mögliche sein. Seien Sie gewarnt. Ja, bin ich. Was ist mit der? Die guckt so. Shit. Zu viel Hexanol jetzt vielleicht? Ja, dann würde ich sagen, guck mal da hinten nochmal. Es ist nicht viel los. Ja, ja. Es ist nicht viel los. Toll. Was soll ich jetzt dazu sagen? Eine Flasche voller Hexanol? Warum komme ich nicht nach da hinten? Doch, doch, komm schon. Geh, geh. Los, Georgie, geh. Oh. Es ist nicht viel los. Ja, also, mit dem können wir nicht mehr reden. Sie guckt ein bisschen seltsam. Oh, oh. Tolle Story, Bro. Da lernt man ja nochmal was, genau. Ja. Ich gehe mal wieder zurück auf meinen Sitz. Und dann gucke ich mal, was ich so zu essen krieg. Klick. Mal schauen, was das Bordmagazin so zu bieten hat. Hier bitte, Ihr Getränk. Aber ich habe doch nichts bestellt. Ach, das hat Ihr Sitznachbar für Sie getan. Guten Tag. Ich bin Monsieur Bray. Als Gäste der Höflichkeit sah ich mich dazu verpflichtet, Ihnen einen kleinen Drink zu spendieren. Nun klar, der ist aber pink. Na, danke. Oh, das tut mir leid, ich trinke keinen Alkohol. Genau. Sind Sie sicher? Der Drink schmeckt wirklich gut. Das kann sein. Nö, danke, der ist pink. Entschuldigen Sie mich. Wenn er Ihnen so gut schmeckt, überlasse ich den Drink lieber Ihnen. Nein, nein. Ich hatte heute schon 2. Ach. Wie Sie wünschen, Monsieur. 2. Ach, guck mal, wie er guckt. Eine Stunde später. Sollte ich Skrupel haben? Ja, ich nehme das Geld dennoch an mich. Genau, Skrupel darfst du haben. Jetzt gucken wir mal, wie der Typ wirklich heißt. Brei? Der heißt bestimmt nicht Brei. Ich werde mir die Geldbörse mal etwas genauer ansehen. Prinz Chen Yang von Xihang und Christoph Brei. Oh. 18. Juli 2002. So, so. Prinz Jenny. Ja. Sonst noch was?
Mal schauen, ob ich noch etwas finde. Dieser Mann wollte mich töten, damit ich den Jungen nicht finde. Aber wenn Brei mit dem Prinzen auf einem Foto ist, heißt das, dass ich zu spät komme. Nun brauchen sie nur noch das Siegel. Gott sei Dank habe ich das. Mhm. Vielen Dank, Stobart. Bitte folgen Sie mir, ohne Aufsehen zu erregen, zur Bordtoilette. Okay, aber ich warne Sie. Ich kann in engen Räumen Platzangst bekommen. Sie haben also das Siegel. Zerstören Sie es. Wovon reden Sie? Ich bin nicht von den Tempelrittern. Aha. Und was hiermit? Ach, kommen Sie. Ich habe zwar schon einige Male was auf den Kopf bekommen, doch für so dumm können Sie mich nicht verkaufen. Ich habe Ihr Angehörigkeitsabzeichen gesehen. Sie denken wohl, dass es nur auf Seiten der Neotempler Spitze gibt. Sie wollen also sagen, dass Sie nicht den Templern Ihre Hörigkeit verschrieben haben und stattdessen gegen selbige spionieren? So könnte man es sagen. Wer schickt Sie? Ich arbeite beim französischen Geheimdienst. Und was wollen Sie mit mir? Geschweige denn mit den Templern? Das ist eine lange Geschichte. Ich bin geduldig. Ich denke, Sie haben Platzangst. Schon, aber nur in dunklen, verlassenen, alten syrischen Höhlen, deren einziger Türgriff sich gut versteckt in einer Felswand befindet. Ah, ja, geht mir auch so. Wie dem auch sei, wir ermitteln bereits über 7 Jahre gegen die Neotempler. Wegen Verdachts des Massenmordes, der unerlaubten Sektenausübung sowie des Gebrauchs von Drogen. Doch der Erfolg blieb uns leider verwehrt. Wir konnten ihnen nichts nachweisen. Jegliche Beweise sowie Zeugen verschwanden kurz vor dem Gerichtsprozess. Bis wir vor knapp 3 Monaten mitbekamen, dass Sie und Ihre Freundin Nicole Collard in der Vergangenheit in privater Sache gegen die Tempelritter ermittelten. Daraufhin nahmen wir Kontakt zu Ihrer Freundin auf. Diese erzählte uns, dass Sie in die USA reisten. Zudem konnte sie uns nützliche Hinweise über die Templer geben. Wir schleusten sie also als Spionin in den Orden ein, damit sie noch mehr über diese Sekte herausfindet. Moment, Nico sagte, sie wäre den Templern zwar beigetreten, doch nur um ihren Onkel aus deren Klauen zu befreien. In der Tat, das war aber nur eine ihrer Aufgaben dort. Ihr Onkel war unser einziger Kontaktmann, doch irgendwann riss die Verbindung zu ihm ab. Da war es natürlich rentabel, dass es ausgerechnet Mademoiselle Collards Onkel war. Anreiz genug, sich als Spionin für uns engagieren zu lassen. Auf jeden Fall klappte es einige Zeit lang ganz gut, bis sie von den Neotemplern eine treue Aufgabe bekam. Sie musste den größten Templergegner von Paris umbringen, den Bürgermeister. Oh, oh. Aber es hat sie doch nicht getan. Also stimmt es doch, was man in den Zeitungen gelesen hat? Nein. Ihre Freundin sträubte sich dagegen. Sie wollte mit ihrem Onkel und den Beweisen fliehen, doch ihre Tarnung flog irgendwie auf. Ihren Onkel und unseren Kontaktmann musste sie zurücklassen. Aber sie hat uns sehr gute Beweise mitgebracht. Darunter auch die Geschichte mit der Zeitreise, wegen der Sie ja eifrig unterwegs sind. Auf jeden Fall riet uns Ihre Freundin, Sie als Hilfe in die Sache einzuschalten. Allerdings wurde Frau Collard von diesem Zeitpunkt an rund um die Uhr bewacht. Und so mussten wir uns was einfallen lassen. Wir ließen Nicole für einige Tage verschwinden. Zudem schrieben wir an Sie die Nachricht, Ihre Freundin wäre verstorben. So dachten die Templer, die Nicoles Post ständig abfingen, sie wäre tot und bewachten sie seitdem nicht mehr. Sie, Monsieur Stobart, dachten zwar auch, sie wäre tot, doch so kamen sie uns Gott sei Dank zu Hilfe, ohne dass die Templer selbiges mitbekamen. Naja, zumindest eine Zeit lang. Als sie eintrafen und die Tempelritter ihre Freundin, wie bereits gesagt, nicht mehr beobachteten, ließen wir Nicole wieder auftauchen. Natürlich konnte sie ihnen nicht alles über unsere Pläne sagen, denn im Falle einer Festnahme von ihnen, was ja dann auch geschah, hätten die Templer alles aus ihnen herausgefoltert und unsere Ermittlungen wären gescheitert. Das weißt du gar nicht. Ich lasse mich nämlich gar nicht so einfach foltern. Ich ziehe alles mal ein bisschen näher hier dran. So. Tja, und wo ist sie jetzt eigentlich? Jetzt habe ich sie schon etwas länger nicht mehr und gesehen. Und wo ist Nico jetzt? Dazu komme ich noch. Nichtsdestotrotz haben wir sie die ganze Zeit beobachtet. Zwar konnten wir ihre Festnahme in York nicht verhindern, doch ich war ständig bei ihnen. So zum Beispiel in der verunglückten U-Bahn, in der auch Nico sowie Kahn saßen. Wir ließen mittels bestochener Techniker und Zugführer den Zug kontrolliert entgleisen, um somit ihnen dreien die Gelegenheit zu bieten, zu flüchten und mit mir zu kommen. Hey, wir hätten draufgehen können. Allerdings. Nein, das ist nicht richtig. Der Zugführer fuhr auf unseren Befehl hin mit 20 km/h. Das reicht zwar, um ordentlich durchgeschüttelt zu werden,
Doch für eine Entgleisung mit folgenschweren Konsequenzen war dieses Tempo viel zu niedrig. Als unsere Männer sie drei dann rausholen wollten, konnten wir sie nicht finden. Nur Kahn und Nico waren auffindbar. Doch von ihnen keine Spur. Als wenn eine U-Bahn so groß wäre. Wir waren unter gehörigem Zeitdruck. Aha. Als wir dann erfuhren, dass sie das Siegel hatten, waren wir heilfroh. Okay. Und warum wollten sie mich dann vorhin umbringen? Ich konnte das Risiko nicht eingehen, dass sie dem Jungen begegnen. Hä? Weiß Nico davon, dass sie mich töten wollten? Und warum soll ich den Prinzen nicht vor den Neotemplern retten? Nico wusste von meinem Plan, sie zu töten, nichts. Sie hätte es auch nicht zugelassen. Denn sie liebt sie sehr, müssen wir wissen. Sie dürfen den Prinzen deshalb nicht erreichen, weil er mit den Templern unter einer Decke steckt. Und weil er sie wahrscheinlich, nachdem er das Siegel an sich genommen hätte, getötet hätte. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Mir wurde gesagt, dass die Familie des Prinzen die Templer damals verraten hat. Warum sollte der Prinz seinen Erzfeinden helfen, indem er jemanden tötet, der gegen sie operiert? Das stimmt. Der asiatische Hofadel hat die Templer damals verraten. Doch genau das ist der Grund, warum der Prinz mit ihnen zusammenarbeitet. Wiedergutmachung. Lediglich die engsten Vertrauten wissen Bescheid. Selbst die eigene Leibgarde, von der sich ein Ausreißer zufälligerweise im Zug befand, dachte immer noch, die Templer wollten den Prinzen umbringen. Mhm. Aber ohne Siegel kann dieses Treffen doch nicht stattfinden. Genau. Doch es gibt noch eine Art Ersatzsiegel, auf das die Templer jetzt scharf sind. Ihr Siegel ist nicht unbedingt vonnöten. Und wo soll dieses Ersatzsiegel sein? Nach unseren neuesten Informationen befindet es sich ebenfalls in China. In einer Stadt mit dem Namen Wuhan. Genau da, wo seit einigen Wochen eine sogenannte Tourists Group angeblich nach Dinosaurierknochen sucht. Die Templer. Ja, das denken wir auch. Eins noch. Warum haben Sie dann ein Foto von sich und dem Prinzen? Was denken Sie, woher ich weiß, dass der Prinz mit den Templern gemeinsame Sache macht? Ich war einer der Vertrauten. Und was genau sollen wir jetzt machen? Das werden wir in China besprechen. Dort treffen Sie übrigens auch Nico und Kahn wieder. Meine Kollegen haben Sie dorthin gebracht. Okay, Haudegen. Wir arbeiten ab sofort Hand in Hand. Gerne, George. Haudegen, vorsichtig, es wird laut. Flugzeug so ewig kreischen muss. Nico! Wir haben nicht mehr viel Zeit. In genau 3 Stunden beginnt die Zeremonie. Sie vermuten also immer noch, dass die Templer das zweite Siegel besitzen? Monsieur Kahn, ich vermute nicht, ich weiß es. Und wofür dient dann dieses Siegel hier? Reine Vorsichtsmaßnahmen. Falls man das andere Siegel verlieren sollte, hätte man immer noch ein zweites. Sie müssen wissen, George, dass die Templer sehr vorsichtig und überlegt gehandelt haben. Und wie wollen wir vorgehen? Ich habe eine Menge Plastiksprengstoff. Wir müssen nahe genug an das Tor kommen, das C4 anbringen und dann so schnell wie möglich verschwinden. Genau. Aha. Wir spazieren da einfach so rein, sagen nett Hallo, bringen den Sprengstoff an und gehen seelenruhig wieder raus. Nicht so ganz. Wir brauchen einen Lockvogel. Das bin nicht ich. Doch. Wir brauchen sie für diesen Job. Oh je, was soll ich tun? Nein. Okay, Monsieur Stobart, Sie wissen, was Sie machen sollen. Ja, während ich den Lockvogel spiele, schleichen Sie sich an den Templern vorbei und bringen den Sprengstoff an. Sie, Kahn, haben den Fernzünder. Wenn wir in 15 Minuten nicht da sind, zünden Sie. Nein! Mach genau. dir keine Sorgen, wir werden rechtzeitig draußen sein. Vertrau mir. George, ich will dich nicht verlieren. Ich liebe dich. Jetzt werd hier nicht sentimental, sonst fange ich noch an zu heulen. Wir müssen los. Okay. 15 Minuten. Das heißt, wir stehen jetzt unter Zeitdruck. Schriftzeichen. Nehmen wir erst die. Diese Schriftzeichen müssen irgendeine Bedeutung haben. Mhm. Nein, ich kann sie nicht entziffern. Okay. Da haben wir noch mehr. Wahrscheinlich sagt er aber genau das Gleiche. Diese Schriftzeichen. Ja, dann geh einfach hier runter. Bevor du hier weiter rummeckerst. Schon wieder Sprengstoff. Das stimmt. Oh. Das ist ja doll. Wir nehmen einen Stein. Ich weiß nicht warum, aber irgendetwas sagt mir, dass ich diesen Stein einpacken sollte. Oh, sie haben ein Stargate gebaut. Guckt euch das an.
Jetzt fehlt nur noch eine Sonneneruption. Da haben wir Löcher. Da haben wir Baphomet. Ich würde sagen, wir werfen ihm das Ding an den Kopf. Ach, Ruder! Los! Wirf! Oh! Ich glaube, das war nicht richtig so. Da steht bestimmt George Thomas. Oh mein Gott! Nein, George! Nein, George! Und jetzt? Geht's nicht weiter?